Wenn sie da oben wirklich Rock'n'Roll spielen, dann sollte die Musik hier unten so laut sein, dass man seine Gedanken nicht mehr hören kann. Charlene! Was um alles in der Welt machst du da? Im Regen stehen, das sieht man ja wohl! Hör auf mit dem Quatsch! Du holst dir doch den Tod! Bist du schwanger? Nein! Ich habe eine Entscheidung getroffen. Einfach so. War gar nicht schwer. About a Girl. Jasna Fritzi Bauer ist dieses Girl. Just fell asleep. Charlene? Ja? Was ist denn? Ist alles okay da drin? Ja. Schwimm nicht zu weit raus. Wenn man sich einmal für was entschieden hat, dann muss man es auch durchziehen. Ich bin konsequent in solchen Dingen. Der Abschlusssatz des Films »Das Leben ist kein Kindergeburtstag« umschreibt ein ganzes Filmgenre, das einerseits immer wieder die gleichen Geschichten erzählt, die andererseits, wenn sie gut geschrieben, inszeniert und gespielt sind, so unterschiedlich sein können, wie wir Menschen es nun einmal sind. Die permanente Plage mit dem Erwachsenwerden. Für einige Teenager kann die Pubertät eine Krankheit zum Tode sein, ohne dass jemand wirklich erklären könnte, was genau Anlass, Auslöser oder Beweggrund waren. Und Charlene ist so ein Teenager. Versuch es gar nicht so zu tun, als könntest du dich nicht erinnern. Scheiße, ich bin irgendwie nicht davon ausgegangen, dass ich das jemandem erklären muss. Wir sind wegen meiner Tochter Charlene hier. Klappe, Grodek. Er hält sich für was ganz Besonderes. Wir hatten telefoniert? Ja. Du denkst, du bist ein Wellensittich. Kleiner Scherz. Du hast versucht, dich umzubringen, ich weiß. Hältst du dich auch für was Besonderes? Nein, wieso? Naja, mit 15 kann man eine Menge Spaß haben. Aber du möchtest lieber tot sein. Findest du das normal? Bin ich eben nicht normal. Hi. Linus, dass du zum Psychodoktor gehst, wundert mich überhaupt nicht. Charlene hat wirklich seltsame Gewohnheiten. So liebt sie es, tote Tiere zu fotografieren. Und das ist Linus, ebenfalls ein Einzelgänger, der sich vor der ordinären Gruppendynamik drückt. Jasna Fritzi Bauer ist inzwischen mehr als nur ein Shootingstar. Sie hat am Wiener Burgtheater und anderen großen Bühnen gespielt und sie hat Filmen, Scherbenpark zum Beispiel, mit ihrer unverwechselbaren Persönlichkeit zum Erfolg verholfen. Würdest du es gut finden, wenn man dich fotografiert, während du tot auf der Straße rumliegst? Immerhin besser, als ignoriert zu werden. Da hast du auch wieder recht. Die Wahrscheinlichkeit, an einem Frühstück zu ersticken, liegt bei 1 zu 250.000. Und die, dass einem ein Flugzeug auf den Kopf fällt, bei 1 zu 25 Millionen. Und trotzdem ist es noch viel unwahrscheinlicher, 6 Richtige im Lotto zu haben. Also eigentlich kann uns heute nicht viel passieren. Aber wenn das Schicksal gegen uns ist... Dann knacken wir den Jackpot. Ich spiele ja auch sehr viel Theater. Und wenn mich jemand fragen würde, ich könnte mich nicht entscheiden, das eine oder das andere zu machen, weil ich finde, beides... Zwei verschiedene, unglaublich verschiedene Arbeitsweisen. Und für mich ist Film etwas, wo man eine Sache schafft, die endlich ist. Und es ist auch gut so. Man gibt in der Sekunde das, was man kann. Man hat dann keinen Einfluss mehr drauf. Im Gegensatz dazu ist Theater unendlich. Jeder Abend ist anders. Man arbeitet immer weiter daran, man beschäftigt sich immer weiter damit. Und ich finde schön, dass es die beiden Sachen gibt. Und ich finde, beides kann was. Film holt dich manchmal mehr weg aus der Realität als ein Theaterstück. Aber wenn die Sachen gut gemacht sind, dann ist beides einfach großartig. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du ewig leben könntest? Nichts mehr. Falls egal wäre.
Und du, wenn du wüsstest, dass es morgen vorbei ist? Nichts mehr, weil es egal wäre. Bin ich dir egal? Du bist echt ein komischer Typ. Warum muss ausgerechnet ich eine Therapie machen? Ich bin ja wohl der einzig normale Mensch in dieser Familie. Wir haben nur ein bisschen Spaß. Ich habe keinen Spaß. Ich wurde gewaltsam dazu gezwungen. Ich kann nicht mit euch verwandt sein. Jetzt gebt endlich zu, dass ich adoptiert bin. Wir lieben dich trotzdem. Hey, soll ich dich zum Psychodok fahren? Was ist so schlimm am Erwachsenwerden? Erwachsene sind unendlich peinlich. Du hast dir erlaubt, ins Kino zu gehen? Ja, hab ich. Und? Finde ich gut. Ich bin dann weg, okay? Was ist mit dir los? Ich wusste es. Meine Mutter sagt nicht einfach, okay, tschüss. Nein, sie will es natürlich ganz genau wissen. Also muss ich ihr gestehen, dass ich gar nicht mit Isa ins Kino gehe, sondern mit einem Jungen aus meiner Klasse. Und dass ich mich mit Isa zerstritten habe. Und wenn ich schon so ehrlich bin, dann kann ich auch gleich zugeben, dass ich überhaupt gar keine Lust mehr habe, ins Kino zu gehen. Weil ich finde, dass ich scheiße aussehe. Und darum habe ich die Papiertüte auf dem Kopf. Können wir uns das nicht einfach sparen? Okay, tschüss. Du lässt sie einfach so gehen? Jasna präsentiert die einschlägig frechen Texte immer Cass, aber niemals Rüde. Und auch die Erwachsenen bekommen ihre attraktiven Auftritte und schönen Momente. Mach schon ab. Siehst stark aus. Wie heißt der Kerl? Tschüss, Papa. Jetzt habe ich kein gutes Gefühl.